herzlich willkommen zu Heiliger unterwegs. Ich bin Pfarrer Hartmut Eglinski aus Dilbrecht. Ich grüße Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch. Er steht im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Heiliger unterwegs. Unterwegs mit Gott? Da fehlt was. Unterwegs mit Gott? Und? Ja, und den Menschen um uns herum. Wir stehen als Menschen nicht allein vor Gott. Wir stehen vor Gott mit unseren Mitmenschen. Und vielen von uns ist ja das bekannt, der Vers aus dem Matthäus-Evangelium: Lasten abgeben bei Gott, bei Jesus. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Aber hier heißt es, einer trage eine Last, die noch nicht mal seine eigene ist. Schon erstaunlich. Ja, was kann das bedeuten? Ein schönes plastisches Beispiel, das findet man, wenn man sich anschaut, wie Möbelpacker arbeiten. Sie nehmen demjenigen, der den Umzug machen soll, die Arbeit ab, die Lasten ab. Genauso mit den vielen freiwilligen Helfern, die es gibt, und Freunden, die beim Umzug kräftig mit anpacken und so Lasten tragen. Besonders eindrücklich war das für mich, als ich nach Wuppertal gezogen bin, zu Beginn meines Theologiestudiums im Jahr 2005. Wir hatten frisch geheiratet, Gabriela und ich, und leider Gottes ist bei mir krankheitsbedingt fast etwas dazwischen gekommen. Ich hatte damals einen Bandscheibenvorfall und Gabriela hat in Wuppertal vorgefühlt, in Gemeinden, und hat gefragt, gibt es hier jemanden, der uns helfen kann? Und in einer Brüdergemeinde hat dann jemand eine Mail rumgeschickt, hier ist ein Bruder, der braucht Hilfe. Und schwupps, war an dem Samstag, als der 3,5 Tonner war's, in Wuppertal vor unserer neuen Wohnungstür stand, waren auf einmal 10 Helfer da und haben den ganzen LKW innerhalb von 2,5 Stunden leergeräumt. Das war wirklich eine große Last für mich gewesen, weil mir nicht klar war, wie ich es irgendwie jetzt noch auf die Reihe kriegen könnte, diesen Umzug zu bewältigen auf der Seite in Wuppertal. Da war ich sehr dankbar und habe es gespürt, wie es ist, wenn einer die Last des anderen trägt. Denn solche Lasten, auch im übertragenen Sinne, Sorgen und Nöte gibt es ja mehr als genug. Und oftmals haben wir niemanden, mit dem wir drüber reden können. Ja, vielleicht noch nicht mal in der Gemeinde, was ich aber traurig finde. Gemeinde, finde ich, sollte genau der Ort sein, wo es dazu kommen kann, dass das Wort in Erfüllung geht. Der eine trage die Last des anderen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns öffnen, dass wir dem anderen einen Vertrauensvorschuss geben und aus dem Glauben heraus, dass, wenn das mit dem Vertrauensvorschuss schief gehen sollte, was ja immer wieder passiert, dass wir in dem Heiligen Geist den Tröster schlechthin haben. Es ist also notwendig, dass wir uns öffnen und dass es da Menschen gibt, denen wir erzählen können, welche Last wir gerade mit uns herumschleppen. Und manchmal kann der andere gar nichts dazu beitragen. Und doch, so habe ich es erlebt, ist es total wertvoll, wenn man jemanden hat, wo man es einfach mal erzählen kann. Wenn man einfach mal erzählen kann und der andere sagt, oh, Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Ein Schreckensmoment. Aber Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Und so war das auch schon ein Tragen von Lasten. Einfach sich austauschen und das kleine Gebet, dieser Seufzer, dieser Gebetsseufzer, Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Das ist es, was mich trägt. Gott sei Dank, immer wieder Gott zu danken und dafür zu danken, dass da andere Menschen sind, die an meiner Seite stehen, die meine Lasten tragen und ich ihre ebenfalls. Und doch Vorsicht, dass wir uns nicht verheben, dass wir nicht mehr tragen, als wir tragen können.
Und so segne und behüte sie der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.